die Kräfte des Mosk... Oh, Digga, was ist passiert? Kauer Spezialeinsatzkommando Sobr Bulat. Sobr steht für schnelle Reaktionskräfte. Bulat für Stahl. Das SEK gehört zur russischen Garde. Die Garde ist verantwortlich für die innere Sicherheit Russlands mit mehr als 100 Spezialeinheiten. Die meisten bestehen aus Elitekämpfern. Ist das die Stimme von Dr. House? Ich glaube nicht, aber er klingt ähnlich, ne? Ja? Muss ich mich nochmal konzentrieren. Die Haupteinsatzgebiete des Spezialeinsatzkommandos. Doch, ja! Voll krass, Digga! Organisierte. Auch so ein geiler Sprecher, Bruder. Kriminalität und Terrorismus. Dr. House kann man sogar, glaube ich, mit Prime auf Amazon Video kostenlos schauen, Chat. Mega geile Serie. Sollt ihr mal reinschauen. Ist auch zeitlos. Kann man sich jederzeit mal wieder geben. Tränen. Nur ein Tipp, nicht beim Essen schauen. Nicht so lecker. Am Stadtrand der Millionenmetropole Moskau. Nicht mehr? Was? Echt nicht? Belastend, Bruder. Ich habe letztens erst geschaut, da war es noch. Die Männer simulieren den Sturm eines Hochhauses. Nur ständiges Üben bringt die nötige Selbstsicherheit und Ruhe für den Ernstfall. Die haben eigentlich schon auch einen krassen Aus Sicherheitsgründen Job, ne? Dürfen die Männer ihre Gesichter nicht zeigen. Ich glaube, wenn du so oft diese Einsetzung so übst, dann ist im Ernstfall, kommt dir das auch nur vor wie eine Übung, ne? Das Wichtigste ist, dass alle genau den Anweisungen des Einsatzleiters folgen. Unterschied mehr. Der Rest ergibt sich dann schon. Ding, ding, ding. Wir spielen heute noch ein bisschen was, ja. Improvisationskunst, Reaktionsschnelligkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Über diese Eigenschaften müssen die Elite-Polizisten der Sobr Bulat verfügen. Dazu kommt natürlich körperliche Fitness. Manche Männer sind so gut wie nie mit sich und ihren Kameraden zufrieden. Wir müssen mehr trainieren, mehr Flüge und Zugriffe üben. Wir müssen schneller die Kampfpositionen einnehmen. Alles muss perfekt ablaufen, wie bei einem richtigen Einsatz. Ja, Warzone in real life. Die Sobr Bulat ist in Chorkova bei Moskau stationiert. Im Zentrum der Spezialkräfte der russischen Garde. Auf gemütlich. Ich feiere auch diese Polizisten-Skins in Warzone-Chat. Sport ist extrem wichtig. Trainiert wird jeden Tag. Nach Möglichkeit ein oder zwei Stunden. Die Männer der Moskauer Eliteeinheit sind zwischen Anfang 20 und Ende 40. Dienen dürfen sie, solange sie geistig flexibel und körperlich fit sind. Beides wird regelmäßig überprüft. Ende 40? Ja, Bruder, das ist einfach dieses Weltbild, was wir noch haben, dass 40-, 50-Jährige dick und lahm sind. Bruder, wenn du in so einer Einheit bist, dann bist du mit 40, 50 noch so ein junger Hüpfer und so fit. Hier üben die Elite-Polizisten den Sturm auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Da bist du übelst die Maschine, Bruder. Das Weltbild hast nur du? Ah, nee, ich glaube nicht. Polizei, hinlegen!
So kann man eine Wohnung stürmen, in der sich Geiseln befinden. Dabei geht es um maximale Schnelligkeit, um den Überraschungseffekt. Voll geil. Was macht ihr, wenn ihr Terroristen festnehmen müsst? Terroristen muss man aus der Reserve locken. Dann können Scharfschützen oder auch Mörser eingesetzt werden. Je nachdem, wo der Einsatz stattfindet. Findest du Leute so krass, Chat? Du musst die Terroristen etwa aus dem Gebäude drängen, um leichter mit ihnen fertig zu werden. Die nächste Übung. Zwei Polizeifahrzeuge blockieren den Zielwagen in der Mitte. Es gilt, Tatverdächtige im Straßenverkehr festzunehmen. Damit hat es die Sobre Boulard häufig zu tun. Immer wieder trainieren für den Ernstfall, damit jeder Handgriff sitzt, wenn es drauf ankommt. Danach folgt die Manöverkritik. Das müssen wir noch üben. Worauf kommt es dabei an? Wichtig sind eingespielte Abläufe. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Synchrones Handeln. Selbstüberschätzung ist Gift. Komm, es sei mir für was abbomben. Shit, mate, gönn mal eine Bombe. Egal, wie gut sie vorbereitet sind, die Polizisten geraten immer wieder in brenzlige Situationen, die Improvisation erfordern. Einsatzbilder aus Moskau. Spezialkräfte der Sobre Boulard blockieren einen PKW mit mutmaßlichen Schwerkriminellen. Die treten aufs Gas. Kugeln durchlöchern die Reifen des SUVs. Leute, die sind einfach wieder rausgekommen, ne? Doch selbst die Schüsse können die Zielpersonen nicht aufhalten. Habt ihr gesehen, Chat? Der eine wurde einfach überfahren. Des SUVs. Achtet mal hier. Hier steht einer. Und der wird einfach überfahren, Bruder. Doch selbst die Schüsse können... Ja, nicht so richtig, aber halt... ...können die Zielpersonen knapp. Nicht aufhalten. Knapp, Digga. Überleg mal, du fährst einfach mit dem Auto gemütlich, keine Ahnung, von der Arbeit nach Hause oder zum Einkaufen. Auf einmal stürmen vor dir so Rainbow Six Skins aus irgendwelchen Lieferwagen ein Auto, Digga. Da kommst du dir vor wie im Film, ey. Mir hat vor einer halben Ewigkeit, Chat, das ist wirklich lange her und das habe ich nur aus zweiter Hand gehört, hat mir eine Freundin erzählt, die war bei einem Zugriff dabei bei der Deutschen Bahn. Ich glaube, war es Stuttgart oder München? Da ist die gerade in den Bahnhof reingefahren und da hat sie schon, die haben sich so mäßig versteckt, dass du die nicht sofort siehst, damit derjenige, der geschnappt wird, wahrscheinlich nicht in Panik gerät und dann irgendwie eine Geisel nimmt oder so. Und dann ist der Zug, die Türen aufgegangen und die sind so schnell da rein und die wussten auch genau, wo die Person ist und dann geschnappt, Digga. Zack, Decke über den Kopf, kurz Rechte vorgelesen und dann haben die den so schnell da rausgetragen. Die hat gesagt, sie hat sowas noch nie gesehen. Das waren 30 Sekunden, da sind die rein, Decke rüber, Rechte vorgelesen und wieder raus mit ihm. Zack, zack, Digga. Bup, bup. Ja, Rechte vorlesen muss sein, Digga, ist dein Recht, ne? Mitten im Stadtzentrum beginnt eine filmreife Verfolgungsjagd. Junge, hätte ich da Schiss, Digga, wenn die so Leute deinen Arsch jagen. Ich hab derbe Respekt vor den Leuten. Derbe Respekt, Chat. Die halten die schlimmen Jungs von uns fern, Chat. Geile Doku auf jeden. Sehr jetzt sind die Sprintqualitäten der Elite-Polizisten gefragt. Irgend so ein Drogendealer, der den ganzen Tag zu Hause sitzt, muss dann vor irgendeinem Elite. An diesem Kloster ist Schluss. Die drei Männer sollen innerhalb der letzten 1,5 Jahre mehrere Geldtransporter überfallen haben. Ihre Beute? Insgesamt mehr als 5 Millionen Euro. Oha.
Am Fluchtauto sind deutlich die Einschusslöcher zu sehen. Die Sobre Boulard setzt Schusswaffen in der Regel als letztes Mittel ein. In diesem Fall, um die flüchtigen Tatverdächtigen zu stoppen. Im Wagen liegen Pistolen und Perücken. Die Männer hatten offenbar vor, wieder einen Geldtransporter zu überfallen. Sind Sie vorbestraft? Nur in meiner Jugend. Wofür? Autodiebstahl. Was haben Sie in diesem Wagen gemacht? Nichts, saß nur drin. Warum haben Sie Gegenwehr geleistet? Hab ich nicht. Ich habe mich erschrocken und bin weggerannt. Warum haben wir Sie festgenommen? Ich habe keine Ahnung. Erstmal rumlügen, man kennt Sie doch. Sagen Sie Ihren Namen. Bin ich ein Schauspieler oder was? Nehmt die Kamera weg. Die Spezialkräfte bleiben vor Ort. Aus Sicherheitsgründen werden sie die Verdächtigen später aufs Polizeirevier bringen. Ja, der Sprecher ist absoluter Hammer. Keiner der mutmaßlichen Schwerverbrecher will allerdings etwas mit den Überfällen zu tun haben. Ich bin erst vor kurzem hier angekommen. Oh, woher kommen Sie? Aus Dushanbe? Was machen Sie in Moskau? Ich will Freunde besuchen, vielleicht einen Job finden. Aua. Was haben Sie in dem Wagen gemacht? Nichts. Ich war da mit meinen Freunden. Keine Ahnung, was man mir vorwirft. Chill, Chat. War Ketchup. Die Ahnungslosigkeit vieler Krimineller endet schlagartig, sobald einer von ihnen zu reden beginnt. Dann ist es mit der Freundschaft oft schnell vorbei. Am Ende geht es nur noch darum, die Höhe der Gefängnisstrafe durch Kooperation zu verringern. Weil wenn die drei Geldtransporter überfallen haben, ich glaube, das gibt ein paar Jährchen. Die Sobre Boulard macht sich bereit für den nächsten Einsatz. Sorgfältig checken die Elite-Polizisten ihre Ausrüstung. Sie ist ihre Lebensversicherung. Die Platten gibt es in verschiedenen Stärken. 4 mm. Ja, Peter, doppelt so dick wie die hier. 2 mm. Welche nimmst du heute? Die dicken Platten. 4 mm, wie immer. Mit diesen Platten halten die schusssicheren Westen Kalaschnikow-Kugeln stand. Krass, Digga. Die Spezialkräfte sollen eine Bande von Schutzgelderpressern festnehmen. Neben ihren Dienstpistolen setzen sie vor allem zwei Waffentypen ein. Dieser Polizist trägt eine Maschinenpistole SR2. Wenn ihr sowas geil findet, Chat, kann ich euch nur wärmstens die Serie Narcos auf Netflix empfehlen. Ne? Geht um Pablo Escobar und den damaligen Drogenkrieg in Kolumbien. Baba-Baba-Serie. Und ist eine der wenigen Serien, wo die dritte Staffel genauso gut ist wie die erste Staffel, wenn nicht sogar besser. Pablo Escobar, hab ich doch gesagt, Digga. Also die dritte Staffel von Narcos ist auch unglaublich sick und ist fast ein Ticken besser wie die erste Staffel, finde ich. Aber mindestens genauso gut. Und was hast du? Unglaublich geil. Eine AK-74. Absolute Empfehlung von meiner Seite, Chat. AK steht für Avtomat Kalaschnikow. Die Standardwaffe vieler russischer Spezialeinheiten. Wer in die Sobre Boulard aufgenommen werden will, muss zuvor umfangreiche Tests absolvieren. Wir machen einen Lügendetektortest. Der spielt eine zentrale Rolle. Psychologen werten das Ganze aus. Toll, wie der Autor ist, ja.
Das ist wichtig, weil kaum jemand freiwillig die komplette Wahrheit über seine Vergangenheit sagt. Eine Frage, Chat, von der Serie Narcos, ne? Staffel 1 und 2, gibt es ja diese zwei Ermittler, die die ganze Zeit Pablo Escobar jagen. Und der in Kolumbien quasi, der mit den dunklen Haaren, ne? Ist das derselbe Schauspieler wie in Game of Thrones? Derjenige, der beim, ihr wisst schon, beim Kampf auf Leben und Tod, genau, Agent Pena, das ist derselbe Schauspieler? Das wusste ich gar nicht, Digga. Das ist mir jetzt gerade klar geworden, weil es jemand im Chat geschrieben hat. Ungereimtheiten fliegen sofort auf. Weil jemand hat geschrieben, dass er ja von der Serie von The Last of Us, ne? The Last of Us wird ja eine Netflix-Serie bekommen. Nee, keine Netflix-Serie, sondern von den Machern von Game of Thrones, richtig? HBO. Die machen eine Last of Us-Serie, richtig? Und der Schauspieler wird wahrscheinlich... Wir bekommen dadurch ein gutes man Bild weiß schon, von den Kandidaten. Mega geil. Dazu kommt der medizinische Check. Wenn auch gesundheitlich alles passt, wird am Ende noch die Fitness überprüft. Fitness. Nur wenn ein Kandidat alle Tests besteht, wird er aufgenommen. Ja, die muss gut werden, die Serie. Man kann ja schließlich nicht jedem eine Waffe in die Hand drücken. Die Männer laden gepanzerte Schilde, Bolzenschneider und Leitern in ihre Fahrzeuge. Im Einsatz muss die Spezialeinheit auf jede Eventualität vorbereitet sein. Die Sobrebulat rückt aus, um in der nahegelegenen Stadt Serpuchov bewaffnete Schutzgelderpresser festzunehmen. Die Verdächtigen sollen Geschäftsleuten mit Gewalt drohen, wenn diese nicht zahlen. Mehr wissen die Elite-Polizisten noch nicht. Details bekommen sie vor Ort von der Kriminalpolizei. Apple-Schleichwerbung, Kappa. Geil, dass wir mitgenommen werden auf dem Einsatz. Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir uns blitzschnell auf jede Lage einstellen müssen. In dieser Einheit dienen nur Offiziere. Und ein Offizier muss jederzeit umdenken und Verantwortung übernehmen können. Für uns ist das Alltagsgeschäft. Wir haben für jede Situation einen Ablauf. Wann die Serie kommt, fragt den Chat. Ich weiß nicht, wann die Serie kommt. Ich glaube, dieses Jahr nicht mehr. Serpuchov liegt rund 100 Kilometer südwestlich von Moskau. Eine Stadt mit etwa 120.000 Einwohnern. Die Polizisten halten in einem Waldstück am Stadtrand, um sich unentdeckt fertig zu machen. Ich bin gespannt, Chat. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, die wird gut. Ich hoffe, die wird genauso gut wie die Witcher-Serie. Richtig und richtig. Ich habe heute die Maschinenpistole SR-2 dabei. Damit bist du in der Stadt besser aufgestellt als mit einer Langwaffe. Mit diesen Dingen kannst du wesentlich schneller reagieren als mit einem Gewehr. In zwei Teams fahren die Männer weiter zum Einsatzort in einem Wohngebiet. Verstanden. Wenn die Erpresser mit einem Auto kommen, nimmt unsere Gruppe das Heck. Wenn es zwei Wagen sind, nimmt sich jede Gruppe einen vor. Was machen sie, wenn es drei sind? Die Männer des SEK wollen die Erpresser direkt bei der Geldübergabe festnehmen. Einer der Verdächtigen soll bewaffnet sein. Auf dem Gelände dieser Baufirma legen sich die Elite-Polizisten auf die Lauer. Sobald die Zivilfahnder das Go geben, werden sie zugreifen. Die Schutzgelderpresser sind äußerst vorsichtig. Möglicherweise ahnen sie, dass sie observiert werden. Guter, kommen.
Jetzt bin ich gespannt. Team 2 hört. Rubin an den Guten. Ich höre. Hat in eurer Nähe ein Auto angehalten? Nein. Bleibt sitzen. Kann sein, dass sie den Übergabeort beobachten lassen. Verstanden. Nach 3 Stunden fehlt immer noch jede Spur von den Schutzgelderpressern. Was ist jetzt los? 3 Stunden. Das war's für heute. Gib mir mal meine Sachen. Das gehört halt die zu dem Zivilfahnder blasen den. Das gehört halt zu dem Job auch dazu, ne? Einsatz. Manchmal sich auf die Lauer legen ab. Und nichts passiert. Die ne? Schutzgelderpresser scheinen von der Polizeiaktion Wind bekommen zu haben. Genaueres weiß aber noch niemand. Es kann unzählige Gründe geben, warum das nichts geworden ist. Wahrscheinlich haben die Erpresser und der Geschädigte sich nicht einigen können. Mehr weiß ich zurzeit auch nicht. Vermutungen gibt es viele. Aber Geld gibt's. Bruder, weißt du, was das Schlimmste ist? Zu warten. Wenn du da 3 Stunden in dem Auto sitzt, die ganze Zeit musst du bereit sein, jede Sekunde loszustürmen und deinen Job perfekt auszuführen, Bruder. Dem sei die Bezahlung gegönnt fürs Warten. Weil das Warten hat keinen Spaß gemacht, die 3 Stunden, das kann ich dir sagen. Die Männer nutzen die freie Zeit, um sich zu erholen. Sie nehmen es locker. Das ist genauso, wenn du auf der Arbeit rumsitzt und nichts zu tun hast, Bruder. Das ist viel langweiliger, als wenn du die ganze Zeit eine Beschäftigung hast. Da geht die Zeit viel schneller vorbei. Gleiten gehören zum Job. Produktiv sein. Zurück zum Zentrum für Spezialeinheiten der russischen Garde. Geile Wolken, der nächste Kanzler. Einsatz kann jederzeit kommen. Das hängt davon ab, wie viele Anfragen der Kriminalpolizei und des Inlandsgeheimdienstes FSB eingehen. Wer nicht im Einsatz ist, trainiert. Rumsitzen sei Gift für die Männer, sagen die Chefs der Sobre Bulat. Umdrehen. Schuss. In die Hocke. Schuss. Auf die Knie. Schuss. Jeder macht einen Durchgang. Alles klar? Gut, los. Wenn jemand im Einsatz leichtfertig rumballert, muss er mit scharfen Konsequenzen rechnen. Russische Spezialeinsatzkommandos dürfen nur im äußersten Notfall zur Waffe greifen. Mit Dieben oder anderen Kleinkriminellen hat man es recht einfach. Die leisten in der Regel keine Gegenwehr. Terroristen oder andere Schwerverbrecher wie Mörder halten immer öfter mit Waffengewalt dagegen. Da ist eine klare Tendenz zu sehen. Sie versuchen, möglichst viele Gegner mit in den Tod zu ziehen. Ne, Terroristen, die werden so weggesperrt, die haben nichts zu verlieren bei einer Verhaftung. Das wissen die auch genau. Die Elite-Polizisten trainieren die verschiedensten Einsatzszenarien. Sie bezeichnen die Sobre Bulat als Skalpell. Boah, diese Schilde, Mann. Woher kommt die Bezeichnung Skalpell? Wir sind wie das Werkzeug eines Chirurgen. Wir schlagen zielgenau zu. Nicht wie eine Armee zum Beispiel, die ihre Angriffe oft streut. Wir stürmen, greifen zu und fertig. Wir üben zwar auch das Abseilen. Wir trainieren in den Bergen, führen großflächige Übungsgefechte.
Aber spezialisiert sind wir auf den Sturm. Wir gehen nach rechts. Bereit? Ja. Ziel. Ziel. Jeder Sturmtrupp muss lernen, vollkommen synchron zu agieren. Die Männer müssen sich blind verstehen. Das ist halt, ne? Wenn du ein Gangster bist mit einer Knarre und dann stürmen solche Leute mit so einem Schild vor dir, vor sich, deine Wohnung, da machst du halt gar nichts mehr, ne? Da machst du gar nichts mehr. Nach rechts. Ziel. Vorwärts. Waffe nach oben. Ziel rot. Ich schieße. Ein Vorhaben. Rot bedeutet, dass das Magazin leer ist. Wurdest du schon mal verwundet? Ja. Wie? Angeschossen. Wo? In die Beine. War es ernst? Zum Glück waren keine schweren Operationen notwendig. Wie lange bist du ausgefallen? Nicht lange. 2,5 Wochen und dann sofort wieder zum Dienst. Die Männer betonen immer wieder, dass sie gar nicht hart genug trainieren können. Unsere Leute müssen mit jeder Situation zurechtkommen. Denn das Leben wirft einem alles Mögliche vor die Füße. Chat, wenn wir eine Erkältung haben, viele schreiben es schon gerade, wenn wir eine Erkältung haben, sind wir eine Woche krank, Digga, der Typ wird angeschossen, 2 Wochen, rein wieder in die Olga. Ausnahmesituationen verlangen außergewöhnliches Denken und Handeln. Wir müssen psychisch und körperlich absolut fit sein, um damit umgehen zu können. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstbeherrschung. Geile Doku, Alter. Wir können froh sein, Chat, dass wir solche Leute haben. Dass der Staat solche Einsatzkommandos hat, um die ganz schlimmen Finger zu holen. Die genaue Stärke dieses Spezialeinsatzkommandos unterliegt der Geheimhaltung. Es dürften um die 200 Mann sein. Die Größe eines Einsatztrupps hängt von der Aufgabe ab. Manchmal reichen 4 Elitekämpfer, manchmal sind es 20 oder mehr. Boah, 20. Na, schon eine kleine Privatarmee. Was ist in dem Koffer? Bolzenschneider. Werkzeug, um Türen zu öffnen. Ich wollte gerade sagen, der sieht aber nicht fit aus. Der hat hier übelst die Wampe, aber... Das ist keine Wampe, das ist diese Weste mit der Platte drunter, oder? Was ist in dem Koffer? Oder? Hier ist, das ist diese riesige Weste mit der Platte drunter. Sieht aus, als hält er übelst den Ranzen, Koffer. Digga. Bolzenschneider. Werkzeug, um Türen zu öffnen. Oder? Schwer einzuschätzen. Keine Ahnung. Oder er hat Bauch, Digga. Wir haben Zeit. Ich glaube, er ist nicht der, der mittrainiert, Digga. Er ist nur der, der die Kommandos gibt. Alter, der Typ, der sieht gefährlich aus, Chat. Schaut mal, wie er da sitzt, Digga.
Bruder, wenn der deine Bude stürmt, Mann, dann machst du keine Faxen, Bruder. Der sieht so gefährlich aus, Mann. Digga, wenn der deine Mutter zum Date abholt, dann protestierst du nicht, Alter. Dann sagst du, Digga, gönn dir. Lass mich in Ruhe. Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. Der so heftig aus, der Typ. Spürst du noch Adrenalin? Der ist der Erste, der reingeht und der Letzte, nein, der rausgeht. Nicht mehr. Ich habe inzwischen viel Erfahrung. Vor 10 Jahren war ich noch aufgeregt. Ihr kriegt nur wenige Informationen, bevor es losgeht. Warum weihen euch die Zivilfahnder nicht sofort komplett ein? Die Fahnder befürchten, dass ihre Pläne sonst durchsickern könnten. Bisher wissen die Männer nur, dass sie es mit einer Bande zu tun bekommen, die mehrere Raubüberfälle und Einbrüche begangen haben soll. Der Zugriff soll an unterschiedlichen Orten gleichzeitig erfolgen, nachts, wenn die Zielpersonen schlafen. Es gilt, den Überraschungseffekt zu nutzen. Wir arbeiten zu Zeiten, da sind wir im Bettchen. Die Elite-Polizisten treffen sich mit Zivilfahndern an einer Tankstelle in der Nähe des Einsatzortes, um Details zu klären. Die Fahnder dürfen nicht gefilmt werden. Gemeinsam fahren sie zum Einsatzort. Erst muss klar sein, dass alle Bandmitglieder zu Hause sind. Zeitgleiches Zugreifen ist wichtig, damit kein Verdächtiger von dem Einsatz Wind bekommt und das Weite sucht. Wir warten jetzt auf das Kommando der Fahnder. Dann werden wir durch das Fenster reingehen, mit einer Leiter. Der Raucherstimme kickt. Unsere Zielperson ist im ersten Stock. Alles klar. Wir sind bereit. Der sieht auch gefährlich aus, Digga. Sergejew Passat. Eine russisch-orthodoxe Pilgerstadt am historischen Goldenen Ring, 70 Kilometer außerhalb von Moskau. In einer Wohnsiedlung am Stadtrand lebt einer der Verdächtigen. Was schreibt ihr? Was ist da los, Jungs? Wozu brauchst du das Licht? Ach, Mods, wenn ich euch nicht hätte. Der Minute 33 ist einfach eine Szene, wo jemand die Unterhose gerissen ist und man sieht ein bisschen seinen Sack. Das zeigt mir das Ziel an. Wenn ich die Mods nicht hätte, Kuss geht raus. Die Elite-Polizisten warten an unterschiedlichen Orten auf den Einsatzbefehl der Zivilfahnder. Kein Licht, absolute Ruhe. Nichts soll die Anwesenheit des Spezialeinsatzkommandos verraten. Es bleibt dabei, dass wir durch das Fenster reingehen. Über die Leiter hoch und die Scheibe zerschlagen. Einer von uns wird draußen warten und uns Deckung geben. Der Rest ergibt sich dann je nach Lage. Es vergehen 4 Stunden. Morgengrauen. Noch immer kein Einsatzbefehl. Irgendetwas ist wohl schiefgelaufen. Die Zivilfahnder halten sich bedeckt. Geduld, warten, Ruhe bewahren. Jederzeit bereit sein zum Zugriff. Eine Nervenprobe.
18 Stunden später. Die beiden Sturmtrupps der Sobre Boulard wurden wegen der langen Wartezeit abgelöst. Frische Kräfte herangezogen. Ach, bei Minute 33. Digga, lost. Inzwischen sind alle Tatverdächtigen zu Hause. Die Zugriffe werden an zwei Orten gleichzeitig erfolgen. Der Plan hier: Einstieg durch das Fenster. Was wird geguckt? SEK Moskau, Verbrecherjagd in der Millionenmetropole. Also 18 Stunden warten ist schon krank, oder? Was ist das für eine Leiter? Naja. Doch plötzlich ändern die Zivilfahnder ihr Vorgehen. Eine Einsatzleiter, sie wollen möglichst, ne, wenig Staub aufwirbeln, keine kaputten Fenster. Die sie ja zusammensetzen können. Stattdessen versuchen sie, den Tatverdächtigen auszutricksen. Ja, und dann wurden die abgelöst, genau. Ich aber bin's, dein Nachbar. Irgendwas sein. Brennt hier, mach auf. Was brennt? Irgendwas vor deiner Wohnung kokelt. Keine Reaktion. Die Spezialkräfte wollen schon über das Fenster rein. Doch dann geht die Tür auf. Polizei, hinlegen. Hände hinter den Kopf. Links sauber. Links sauber. Sauber. Voll geil, dass man so mit den Helmkameras richtig jetzt mitnehmen kann. Noch einmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Festnahme ist eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Die Freundin des Tatverdächtigen. Niemand hier hat mit dem Zugriff der Sobre Boulard gerechnet. Die Arme, Digga. Die sah hübsch aus, die Freundin. Die Freundin des Tatverdächtigen. Niemand hier hat mit dem Zugriff der Sobre Boulard gerechnet. Auch der parallel geführte Einsatz verläuft planmäßig. Ja, sie ist ja voll unbeeindruckt. Ja, seid mir nicht entschädigt. Ich tue jetzt nicht nochmal zurück spulen zum Geiern, aber sie ist so voll unbeeindruckt. Bruder, wenn die Leute in mein scheiß Schlafzimmer stürmen, dann stehe ich aber so bereit bei Fußdinger. Und die denkt sich nur so, morgen hole ich mir wieder eine schöne Handtasche. Was machen Sie in meinem Wohnzimmer? In meinem Schlafzimmer. Die Freundin des Tatverdächtigen. Niemand hier hat mit dem Zugriff der Sobre Boulard gerechnet. Auch oder der parallel geführte Einsatz verläuft planmäßig. Stimmt, stimmt schon, Chat. Kann auch drauf sein, ne? Vielleicht ist sie einfach stoned, wer weiß. Denkt sich, huhu, voll cool, Bruder. Hände auf den Rücken. Ja, Chat, beruhigt euch. Andere Hand. Glaube aber nicht, dass das ein Problem wäre. Retalk. Haben Sie hier andere Waffen? Sprengstoff, Drogen oder andere verbotene Gegenstände? Wo geboren? Sergej Passat. Anschrift? Moskauer Straße 88. Wer wohnt noch hier? Meine Freundin. Vorbestraft? Ja, Paragraph 188 Absatz 2. Leg ihn ab. Ja.
Also ich bin euch ehrlich, Chat, es macht mega Laune, im Stream Dokus zu schauen, aber in Dokus gibt's halt oft so Momente, ich muss da nochmal meinen Kontakt bei Twitch fragen. Das tut ein bisschen so Nerven, dass man immer der Tatverdächtige Angst haben muss, man sieht irgendwas, was, wisst schon, was Verhör, gefährlich sein könnte. Untersuchungshaft, Gerichtsverfahren, dann vermutlich nervt. Zwischen 5 und 10 Jahren Straflager. Während die diensthabenden Sturmtrupps der Sobrbolat Verbrecher jagen, trainieren ihre Kameraden nächtliche Feuergefechte. Immer in Bewegung bleiben. Die Devise der Elitekämpfer: Wer rastet, der rostet. Die machen keine Faxen, nee, Digga. Ziel geradeaus. Wenn die dich abholen kommen, hast du auch hart Scheiße gebaut, Bruder. Ziel! Ziel! Was im Schießstand bei Tageslicht klappt, muss auch draußen im Dunkeln funktionieren. Absolute Synchronität. Zwei Männer müssen sich wie eine Einheit bewegen. Der Hammer, der Hammer. Das sieht alles so einfach aus. Ist es aber nicht. Die Männer sollen praktisch miteinander verschmelzen. Maxim! Wichtig sind Schrittlänge und Rhythmus. Die Laser waren wenn dem Vordermann geil, schlecht wird oder er verwundet wird, kann er sich zurückfallen lassen und auf dem Knie seines Kameraden Halt finden. Boah, das funkt. Die Männer müssen jetzt in totaler Dunkelheit ihre Ziele finden. Für die Spezialeinheit ist es wichtig, immer auf dem technisch neuesten Stand zu sein. Denn ihre Gegner, Kriminelle und Terroristen, rüsten ihrerseits ständig auf. Die haben ja auch genug Geld durch den Die Tendenz geht stark zu Wärmebildkameras. Vor allem für Scharfschützen und Maschinengewehre. Wir testen da immer wieder neues Equipment und entwickeln uns weiter. Wir dürfen die Zukunft nicht verschlafen. Hightech hilft uns extrem in unserem Job. Der nächste Einsatz für das SEK: Mord aus Habgier. Eine dreiköpfige Bande wollte einen Heroin-Dealer ausnehmen, der sich geweigert hatte zu zahlen. Daraufhin haben ihn die Erpresser totgeprügelt. Die bevorstehende Operation wird schwierig. Das Haus ist durch einen 4 Meter hohen Zaun geschützt. Aber wir kriegen das schon hin. Ein zweites Team soll eine Wohnung stürmen. Würde mich auch mal interessieren. Da wird die Adresse gerade noch geklärt. Aber die trainieren halt immer, ne? Jeden Tag. Und ein drittes Team greift in Murmansk zu. All das soll gleichzeitig passieren. Das ist der Kopf der Bande. Der ist fertig. Diese Frau hatte wohl ursprünglich die Idee, den Dealer zu erpressen. Vom dritten Tatverdächtigen aus Murmansk haben die Spezialkräfte hier kein Foto. Sie nehmen wir uns in der Wohnung vor. Ist die auch am Stadtrand? Nein, im Zentrum, an der Metrostation Weißrussischer Bahnhof. Sie war wohl die Fahrerin. Und auch an dem Mord beteiligt. Das ist auch ein bisschen zwielig. Mehr wissen wir noch nicht.
Wundert mich auch, dass die Bilder das zeigen dürfen von den Verdächtigen. Ein 21-jähriger Mann. Vielleicht, weil das Russen sind und das ja uns nicht betrifft, aber aus Moskau. Wundert mich auch, er soll mit Heroin gehandelt haben. Oder vielleicht sind die schon mittlerweile verurteilte Verbrecher und ja. Also haben die da kein Recht mehr auf Zensur oder so? Keine Ahnung, Bruder. Kenn ich da nicht aus. Wenn wir vor der Operation die Adresse bekommen, fahren wir hin und schauen uns das Objekt an. Gibt es Kameras? Auf welcher Etage gehen wir rein? Sind die Fenster vergittert? Wie ist die Lage? Das Haus des Bandenchefs ist von einem hohen Zaun umgeben. Eine Gruppe wird an dieser Ecke rüberklettern. Eine Datschensiedlung bei Ljuberci, etwas außerhalb der russischen Hauptstadt. Die Sobor Bulat muss diesen Zaun überwinden. 4 Meter hoch. Reicht es mit der Sirene, Chat? Mann, ich sehe die ganze Zeit in den Augenwinkel irgendwelche Sirenen. Hinter dem Zaun das Zielobjekt. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht. Die Spezialkräfte wollen an 3 Orten gleichzeitig zugreifen. Ljuberci, Moskauer Stadtzentrum, Murmansk. Wenn ihr Subs weiter spammt, Mods 24 Stunden, ihr wisst Bescheid. Bunker zu, besser ist es. Jetzt lohnt es sich auch, den Prime-Sub rauszuhauen auf korrekt. Prime und rein. Oh, da ist der erste weg. 84.000 Sekunden. Jalla. Dabei gehen sie nicht stur nach Plan vor. Sollte sich die Lage plötzlich verändern, passen die Elite-Polizisten ihr Vorgehen an. Oha! Es kommen echt einige Primes rein. Gerne mal nachluschen, Chat. Vielleicht ist euer Prime ready. Man Letzte weiß es immer nicht. Abstimmung mit den Zivilfahndern. Dann geht es los. Könnte die Emotes genießen. Die Musik, muss ich sagen, ist auch echt gut. Gruppe 1 geht über die linke Seite rein. Gruppe 2 durch ein Loch bei der Garage. Ah ja. Gruppe 3 wartet, bis ihr die Kollegen die Tür öffnen. Warum ist da ein Loch? Fragezeichen. Achso, da oben über die. Was ist das? Ja, warum ist da ein Loch, Digga? Fragen über Fragen. Zwergen Wiese. Gönnt noch eine 5er Sub-Bomb-Chat. Gönnt mal eine Bombe und ein Yippie für ihren Bruder Zwerg. Grüße gehen raus. Wolltest du eigentlich Zwergenweise Die Männer schreiben? Bewegen sich möglichst lautlos und ohne Licht, Danke um das Überraschungsmoment auf ihrer Seite zu haben. Halt! Polizei! Hinlegen! Hinlegen! Schnell! Hände nach oben. Hände auf den Rücken. Name? Volkov. Was? Volkov. Vorname? Dimitri. Geburtsjahr? 1990. Was machen Sie hier? Ich bin zu Besuch bei meinem Bekannten. Was haben Sie mit dem Eigentümer zu tun? Was? Was Sie mit ihm zu tun haben? Er ist mein Bekannter. Ein Bekannter? Igor ist einfach nur ein Bekannter.
Familie. Nach. Digga, wenn ich da auf dem Boden liegen würde, Chat, und der Typ steht über mir mit der Knarre im Anzug. Ich bin ehrlich, Digga, ich würde mir einpissen, glaube ich. Der Mann hinter mir würde in eine richtig schöne gelbe Pfütze treten, Bruder. Also wenn ich was gemacht habe, ne? Aber ich glaube auch, wenn ich nichts gemacht habe. Bruder, ich würde so einen gelben See bilden. Name. Wessen? Des Eigentümers. Kuznikow. Wer ist denn das da hinten? Kennen Sie den? Nein. Sag nochmal den Nachnamen des Eigentümers. Lasiev. Ich habe mich eben geirrt. Lasiev. Der Eigentümer des Hauses ist der mutmaßliche Kopf der Mörderbande. Schöni, danke noch für deinen T2. Er war in einem anderen Zimmer. Die Spezialkräfte haben ihn im Schlaf überrascht. Da ist er. Der Mann im Schwimmbad ist wohl tatsächlich nur ein unbeteiligter Bekannter. Er kommt aus der Ukraine und hat offenbar einen Schlafplatz gebraucht. Lasajew hat ihn bei sich übernachten lassen. Die arme Sau, Digga. Schreck fürs Leben. Der zweite und dritte... Warum müssen die alle immer nackt sein, XD? Naja, Bruder, ich glaube, du legst dich... Also ich denke, die meisten Zuschauer und wahrscheinlich auch Zuschauerinnen schlafen ganz normal in Unterwäsche, ne? Klar, manche Leute holen sich so ein Nachthemd und so, haben dann quasi ein bisschen mehr an. Aber ich glaube, in Unterwäsche schlafen ist das Normalste auf der Welt. Ich hatte mal was mit einer Chat, das war so... Ich fand das so geil. Sie hat immer nackt geschlafen. Einfach komplett nackt. Da haben wir den ganzen Tag schon rumgebumst. Dann gehen wir abends ins Bett. Noch ein bisschen so kuscheln, muscheln. Alles gut. Und dann, wenn sie dann wirklich schlafen wollte, hat sie sich immer noch komplett ausgezogen. Dann bin ich wieder horny geworden, dann war sie nochmal fällig. Bruder, beste Leben. Wilde Zeit war das. Zur selben Zeitstand. Im nordrussischen Murmansk geil. Und hier im Zentrum der Millionenmetropole Moskau. Voll geil. Wenn ihr irgendwann mal eine Frau trefft, Chat, die auch immer nackt schläft, direkt ein Ring klingt. Polizei, hinlegen, alle hinlegen. Liegen bleiben. Hände hinter den Kopf. Oh, der sieht auch gefährlich aus. In dieser Wohnung geht der Sabre mit seinem Pilotenhelm. Bulat, die zweite tatverdächtige Person ins Netz. Bitte kein Nippelblitzer. Es ist diese junge Frau, der gerade die Handschellen angelegt werden. Von ihr stammt wohl die Idee, den Heroin. War das nicht ein Mann gerade? Ihn Dealer zu erpressen. Die 22-Jährige soll auch direkt am Mord beteiligt gewesen sein. Zivilfahnder suchen nach Beweismitteln. Die dunkelhaarige Frau ist offenbar nur eine Bekannte, die mit dem Mord nichts zu tun hat. Inzwischen wurde auch der dritte Tatverdächtige in Murmansk festgenommen. Alter, Chat, die ist gleich vorbei. Zurück in der Datschen. Wir haben jetzt 50 Minuten die Doku geschaut. War voll interessant und spannend, oder? Außerhalb von Moskau. Fast vorbei, Bruder. Der mutmaßliche Kopf der Bande leugnet, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Igor Nikolajewitsch. Ja, das bin ich. Und wer sind Sie? Mordkommission. Das müsste Ihnen klar sein. Nein. Sie haben keine Ahnung, warum wir hier sind? Nein. Traurig. Ja klar, die leugnen immer, Chat. Zeit ist wieder im Flugvergang, auf jeden Fall. Die Spezialkräfte durchsuchen die anderen Räume des Hauses. Er konnte keinen Widerstand leisten. Der hat nicht mit uns gerechnet.
Jetzt durchsuchen wir das Haus nach weiteren Personen und verbotenen Gegenständen. Weiter geht's. Mit verbotenen Gegenständen meint der Einsatzleiter Waffen und Drogen. Der mutmaßliche Boss der Mörderbande und seine beiden Komplizen müssen sich vermutlich auf einen langen Aufenthalt im Straflager einstellen. Sein Übernachtungsgast wird wohl bald wieder freikommen. Die Elite-Polizisten der russischen Garde tauchen von einem Verbrechersumpf in den nächsten. Mega Mörder, Bankräuber, Dealer, Diebe, manchmal auch Terroristen. Das Gefährlichste, was eine Gesellschaft zu bieten hat, ist für die Spezialkräfte der Sobr Bulat Alltagsgeschäft. Sehr, sehr geile Doku.